Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und seit Tagen berichten wir über die RedTube-Abmahnungen. Und es gibt wieder Neuigkeiten. Die Staatsanwaltschaft Köln hat mitgeteilt, dass man jetzt ermittelt wegen falscher eidesstattlicher Versicherungen. Zur Erinnerung, hier ist ja in Eidesstatt versichert worden, dass die Nutzer korrekt ermittelt worden sind. Und dass die Nutzer tatsächlich korrekt ermittelt worden sind, das kann sich mittlerweile überhaupt keiner mehr vorstellen. Wir haben in den letzten Videos ausführlich darüber berichtet, dass hier möglicherweise Nutzer auf RedTube geschoben worden sind, ohne dass sie dazu etwas konnten. Erschreckend finden wir natürlich, dass die Staatsanwaltschaft Köln bislang offenbar nur wegen dieser falschen eidesstattlichen Ermittlungen ermittelt. Hier wird offenbar gar nicht ermittelt wegen möglicherweise illegaler Erfolgsvereinbarungen, über die wir auch schon gesprochen haben, über die die Piratenpartei Informationen veröffentlicht hat. Hier wird auch nicht darüber gesprochen, ob hier möglicherweise gewerbsmäßiger oder bandenmäßiger Betrug vorliegen könnte. Nein, offenbar ist es nur diese eidesstattliche Versicherung. Insofern fragen uns viele Mandanten, wie sieht's aus? Sollen wir jetzt Strafanzeige erstatten? Nehmt ihr das in die Hand oder wie läuft das? Zunächst einmal ist es so, mir liegt es fern, Strafanzeigen gegen Kollegen zu erstatten. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ein Kollege erstattet eine Strafanzeige, sofort wird wieder zurück Strafanzeige erstattet. Das ist also etwas, was eine gewisse Unsitte ist, wo wir uns eigentlich auch gar nicht zu herreißen wollen. Aber wir haben von den Mandanten tatsächlich jetzt die Aufträge bekommen, Strafanzeigen zu erstatten gegen Unbekannt und die Staatsanwaltschaft auf all diese Informationen hinzuweisen, die hier strafrechtliche Relevanz haben könnten. Das bedeutet, dass wir eine umfangreichere Strafanzeige vorbereiten, in der alle Fakten genannt werden, die ermittelt worden sind und die auch juristisch so aufbereiten, dass ein Staatsanwalt das versteht und sieht, was hier tatsächlich die Vorwürfe sind. Er muss es dann prüfen und überlegen, ob er was draus macht und wer hier für was verantwortlich ist. Wir raten aber bitte alle Betroffenen dazu, nicht jetzt auch noch Strafanzeige zu erstatten. In Regensburg ist es so, die kriegen 1000 Strafanzeigen nur bezüglich Uhrmann und Kollegen. Die können die gar nicht mehr alle lesen und das führt dazu, dass nach und nach immer wieder eingestellt wird und dass man da tatsächlich das Wesentliche dann gar nicht mehr liest. Wir versuchen es jetzt über die Staatsanwaltschaft Köln. Die haben noch nicht so viele Strafanzeigen vorliegen und sind auch sehr daran interessiert, die Sache aufzudecken, weil natürlich auch die Richter hier möglicherweise durch diese falschen eidesstattlichen Versicherungen getäuscht worden sind und daraufhin erst die Beschlüsse erlassen worden sind. Dann kriegen wir noch die Frage von den Mandanten, wie sieht es aus mit den Beschlüssen? Müssen wir die anfechten? Es ist so, dass wir jetzt gerade die ersten Auskunftsbeschlüsse anfechten und zusehen, wie diese Anfechtungen laufen, bevor wir den Mandanten dann möglicherweise in der großen Masse raten, hier auch eine Anfechtung zu erheben und wir dann aus den Erfahrungen sozusagen erstmal lernen. Wir haben jetzt die ersten Testballons gestartet und wir können da unserem Mandanten jedenfalls erstmal auf diese Weise sagen, nein, hier muss nichts weiter gemacht werden. Die Strafanzeige werden wir hier zentral erstatten. Auch starten wir erste Testballons, um diese Beschlüsse anzufechten und werden dann natürlich alle, also nicht nur unsere Mandanten, sondern auch alle anderen Betroffenen darüber informieren, wie das Verfahren sich weiterentwickelt hat, wie der Verfahrensstand ist und wie weiter zu reagieren ist. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, abonniert unseren Kanal, denn es wird schon morgen dazu die nächsten Videos geben und wir halten euch auf dem Laufenden mit allem, was wir dazu wissen. Einstweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.